Ah, jetzt habe ich ja geschwitzt. Scheiße, Mann. Sorry. Ey, Micha. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft du dich schon gecrashed hast, aber ja. Anja, nochmal die letzte Ausfahrt. 1,5 Stunden mit ein bisschen Intervallen drauf. Okay. Wie fühlt sich? Eigentlich ist echt alles gut. Eine leichte Anspannung ist jetzt doch zu spüren. Einfach, ich will, dass es jetzt losgeht. Man wartet und ich freue mich jetzt. Und, ja. So soll es sein. Da oben werden die Wolken jetzt schon langsam ein bisschen mehr. Ich würde sagen, fährst jetzt mal los und fahr bitte vorsichtig, okay? Geschwitzt. Scheiße, Mann. Sorry. Ey, Micha. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft du dich schon gecrashed hast, aber ja. Jetzt gibt es gleich im Anschluss nochmal, glaube ich, wie repariere ich die Drohne und fliegt die denn auch noch? Also, der Tipp ist, versucht manuell zu fliegen. Bisher bin ich manuell geflogen immer. Das war auch sehr gut, auch wenn es darum geht. Der Active Track Mode auf dem Alihi Drive. Und? Wie war's? Ja? Aber man muss viel trinken jetzt. Hier drüben ist die Sonne besser. Auf jeden Fall trinken. Gut. Alles schön. Und jetzt? Essen. Und? Was noch? Immer essen. Die Leute denken, wir essen den ganzen Tag. Natürlich, machen wir auch. Okay, aber nicht drei. Nicht drei. Drei passiert nicht. Nee. Aber während du trinkst, sag ich noch, wie es aussieht. Und zwar heißt es, stehe nicht, wenn du auch sitzen kannst, sitze nicht, wenn du auch liegen kannst. Okay? Ist so, hier. ihr habt ja gesehen, also ich habe die Drohne kaputt gemacht von Micha, sorry an der Stelle. kriegst so ein großes Geschenk dann, aber vielleicht repariere ich, also nicht vielleicht, da, der eine Alter. Der eine Propeller ist ab. So, ich denke, ich kriege das hin. Hier habe ich zwei Propeller mit dabei und ich denke, dafür sind die ja, also diese machen ja, ja, wenn nicht, mache ich einfach mit dem Kabelbinder das Ding fest, mache ich zwei Kabelbinder ran und ein bisschen Dry Fluid drauf, die machen übrigens Dry Fluid, ja, ich weiß, die machen auch für Helikopter, also Heli-Fluid oder so, also die machen, eigentlich kommen die auch daher, die kommen aus dem, der Rolf Jacobs, die kommen aus dem Helikopterbau, Quatsch, aus dem Modellbau natürlich. Und von daher ist das, glaube ich, ganz gut. Sieht mir so aus, als könnte man hier relativ einfach dieses Teil, die Propeller hier wieder ranklimpern. Anderthalb Minuten YouTube-Video später ist ja klar, ja? Deswegen sind hier auch zwei drin und zwar gibt es zwei verschiedene Arten von Propeller für den jeweiligen Motor. Ich glaube, das ist rechts und links und nicht vorne und hinten. Ist ja egal. Auf jeden Fall gibt es hier einmal einen mit einem weißen Ring und einen ohne weißen Ring. Und der geschrottet wurde, ist der mit einem weißen Ring. Ja, das heißt, der muss darauf. Ich habe vorhin den versucht. Stupid. Ja. Also und jetzt kann man nämlich ganz einfach den Propeller mit dem weißen Ring rüber und nach in die richtige Richtung, runter und zur Seite drehen, in die richtige Lockrichtung und das war's schon. Ja, okay. Gucken wir mal, ob sie noch fliegt, wa? Gesehen, fliegt noch. Ich bin sehr, sehr froh, dass die Drohne nicht kaputt gegangen ist.
aber nicht, weil du, also aus zwei Gründen. Erstens, ja, ich bin froh, dass sie einfach nur zur Seite weg ist und nicht irgendwie einen Menschen, ein Auto oder irgendjemanden natürlich getroffen hat. Ganz, ganz, ganz wichtig, das allererste und allerwichtigste. Und dann bin ich natürlich froh, weil es Michas Drohne ist. Ja, also ist alles super. Die Drohne ist, wahrscheinlich ist sie sogar besser als vorher jetzt, weil sie natürlich neue Propeller dran hat. Micha, bitteschön, gern geschehen. Und damit ich auch weiterhin noch die schönen Aufnahmen für euch machen kann. Aber ich muss auch sagen, ist ein erstaunlich robustes Teil, Mavic DJI Pro. Also das kann ich echt, und fliegt sich auch einfach echt geil. Danke fürs Zugucken.